Ich habe da diesen Film gesehen. Aha, was du nicht sagst. Gouverneur Vicus, wir wurden ausgesandt, um euch aus diesem Gefängnis zu befreien. Lasst uns frei, damit wir unsere Mission erfüllen und diesen Albtraum beenden können. Für euch alle! Mich befreien? Mich befreien? Warum sollte ich das wollen? Wir haben hier unser Elysium gefunden, oder etwa nicht? Hier können wir ungestört fressen, Vögel und morden, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Das hier ist kein Gefängnis. Es ist die grenzenlose Freiheit. Und ihr, meine lieben Besucher, seid unser Zeitvertreib. Lasst die Spiele beginnen. Ach, verdammt, Schilder. Ich hab da diesen Film gesehen. Ich weiß noch nicht genau, welchen er meint, aber vielleicht Gladiator, keine Ahnung. Aber ich tippe mal eher auf den, ja. Ah, nicht getroffen. Nicht Buu. Alle Buu. Ist es das, was du wolltest? Brenn, du Miststück! Ah, die Granaten hebe ich mir lieber mal auf. Diese scheiß Schilde. Sehr gut. Ihr seid wahre Champions. Feinde neutralisiert. Die sehen genauso aus wie die Platten im Garten. Also nochmal das gleiche Spiel, Leute. Omega, setzt euch in Bewegung. Yes, Sir. Vorrücken, Alpha. In Ordnung. Mit einem vollen Magazin predigt es sich gleich viel einfacher. Los, gehen wir. Vorwärts. Ach nein. Schwachkopf voraus! Ausgezeichnet, meine Lieben. Ich werde meine Zeit mit euch umso mehr genießen. Oh, es kommt durch. Ich hätte meine Kamera einpacken sollen. Das kann sein, ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah, Hilfe.
Die geben nicht auf, was? Jetzt kommt noch so ein Teil. Hier hat es jemand erwischt. Moment! Granate! Vorsicht, Granatenangriff! Lass das! Frank! Oh mein Gott, Frank! Komm. Hier hat es jemand erwischt. Bisschen die Zeit verlangsamen. Vorsicht, Granate! Sehr gut. Granate im Anflug! Granate! Granate im Anflug! Na komm, den kriegen wir doch noch Klee. Zögert lediglich das Unvermeidliche hinaus. Wollen wir nicht endlich zusammenspielen? Wo müssen wir jetzt hin? Ah, da. Sachte Leute. Oh oh. Mein Spinnensinn klingelt. Sieh dir das an! Aktiviere Zeitschleife. Schön von hinten. Vorsicht, Granatenangriff! Den Granaten. Granate! Was für Geräusche denn? Hier lang! Okay! Wir brauchen mehr Munition, Cole! So, musste kurz mal unterbrechen, so, denn jetzt geht's weiter. Vorsicht, Granatenangriff! Wow. Ich brauche Munition! Boah, voll in die Fresse. Ja, komm, Scheiße. Ja, aber die bräuchten. Cole hat's erwischt! Was ist passiert? Granate! Vorsicht, Granatenangriff! Hast du denn schießen gelernt? Munition unterwegs, Sir! Dir ganz schön Zeit gelassen, was? Aktiviere Zeitschleife. Ich brauche etwas Munition, Cole! So langsam ermüdet es mich. Ihr wollt mich doch nicht enttäuschen, oder? Ich kann ganz schön unangenehm werden, wenn ich zornig bin. Du kannst von Glück sagen, dass du nicht tot bist, Ross. Oh, geschafft, endlich. Gedärme. Kapitelname finde ich einmal der Knaller. Nachdem es seine Haustiere besiegt hat, steht das Jericho-Team kurz davor, den unersättlichen Gouverneur ein für alle Mal aus dem Amt zu jagen. Genau, das machen wir jetzt.
Haben wir nichts Besseres zu tun? Genug von diesen Albernheiten. Ich werde euch zeigen, wie man den Leuten hier richtig gut unterhalten kann. Durchhalten, Abby. Hilfe ist unterwegs. Sie sollen Vikus angreifen, wenn er ungeschützt ist. Vorsicht, Granatenangriff! Wir haben Verletzte. Bleib bei mir, Simone! Ja, du erwischt! Ich glaube, ich mache schon mal das Teil da. Sieht ganz so aus, als könntest du noch von deiner eigenen Medizin vertragen. Los. Cole hat's erwischt! Polis hat's erwischt! Was? Tut mir leid, das kommt nicht mehr vor. Jesus, Polis! Ah, ich glaube, ich muss doch eher den Vikus angreifen. Alle. Pater Rolix ist schwer verletzt. Es hat ihn erwischt. Hier hat es jemand erwischt. Danke, Bruder. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich muss Delgado helfen. Gott verdammt. Nee, das ist doch... Gehorche den Befehl Gottes, erhebe dich! Verstanden, ohne Hans erwischt. Tut mir leid, Sir. Das macht nicht besser. Zeitschleife. Vorsicht, Granate! Was macht das? Granate im Anflug! Vorsicht, Granate! Ich glaube, der Spalt befindet sich dort unten im Abgrund. Von Vikus Leiche gehen Leylinien aus. Dann werde ich den Fettsack mal umdrehen. Ach, der ist tot. Nee, der lebt noch. Sieht ja eklig aus. Ach so, stimmt. Ich nehme mal Black. Ach so, ich muss jetzt aber. Und jetzt? Ah. Da ist der. Und jetzt? Gehen wir durch? Was bleibt uns anderes übrig? Dies muss die letzte Ebene der Pixis sein. Die Briten meinten, wir würden durch drei Ebenen kommen, bevor wir das Erstgeborene finden. Fragt sich nur, wo wir diesmal landen werden. Wir sollten besser gehen. So, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Part. Bis dann.